Strom ist überall. Ohne ist unser Leben gar nicht mehr möglich. Aber damit das auch alles funktioniert, braucht es vor allem eines: Sicherheit. Und genau damit beschäftigt sich ein Forschungsteam der Fachhochschule Wels. Womit sich Christoph Diendorfer und sein Team auseinandersetzen, ist die Frage nach mehr Sicherheit in der Hochspannungstechnik. Dafür stellen sie künstliche Gefahrensituationen her und simulieren Kurzschlüsse, Durchschläge, Teilentladungen und vieles mehr. Und das mitunter mit 1 Million Volt. Wir haben das Team besucht und mit ihnen einige ihrer Experimente durchgeführt. Teil 2 unserer Serie zu Forschungen in der Energietechnik. Was passiert eigentlich, wenn die Autobatterie eines Elektroautos einen Kurzschluss erleidet? Genau um diese Frage geht es, wenn das Team der FH Wels eine Autobatterie simuliert. Wir haben jetzt einfach einmal simuliert, was würde denn passieren, wenn jetzt eine Autobatterie geladen im Unfall, im Worst Case, Plus- und Minuskontakt zusammenstoßen, dass da ein Lichtbogen entsteht und der kann eben bis zu 20.000 Ampere oder noch mehr, je nachdem welche Spannung das man hat, entstehen. Also wir haben jetzt keine Lithium-Ionen-Batterie, so wie sie eingebaut wird, sondern Standard-Kondensatoren, die wir mit bis zu 1000 Volt laden können und haben dann einfach simuliert einen Kurzschluss. Wir haben einfach zwei Kontakte genommen, Plus und Minus, und haben es mit einem Lithiumdraht verbunden und haben dann einfach einmal 1000 Ampere durchgejagt. Der Lithiumdraht ist natürlich sofort verglüht, hat dann ionisiertes Gas hinterlassen, also Plasma, und durch die Anordnung haben wir dort ein Magnetfeld gehabt und die Lorentzkraft, was uns dann gezeigt hat, dass der Lichtbogen plötzlich wandert, in unserem Fall nach oben gewandert ist. Das sieht man recht schön am Video. Wir fassen das Ganze mal grob zusammen. Um eine Autobatterie zu simulieren, werden zwei Kontakte hergestellt, der eine positiv, der andere negativ geladen. Verbunden sind sie durch einen Draht, der bei einem Kurzschluss verglüht. Dadurch entsteht im weiteren Verlauf durch die frei gewordenen Kräfte ein Lichtbogen und es knallt. Je höher wir die Spannung treiben in der Autobatterie, umso höher kann auch der Lichtbogen werden. Und so ein Lichtbogen hat doch 14.000, 15.000 Grad Celsius. Wenn der Lichtbogen verlöscht, ist das deshalb meistens, weil die Lichtbogenspannung hoch genug ist, dass er verlöschen kann, aber die Batterie hat noch immer genug Energie. Sobald die Lichtbogenspannung wieder fällt, ist genug Energie da, dass der Lichtbogen wieder gezündet werden kann. Und dadurch kann ein repetitives Zünden des Lichtbogens erfolgen, was jetzt sehr gefährlich ist für Feuerwehreinsätze, wenn sie so ein E-Auto bergen müssen. Die Forschungsansätze sind darin jetzt, dass man geeignete Sicherungen entwickelt, die einmalig so Lichtbogen löschen können, Pyrosicherungen oder andere Varianten. Also es gibt schon Sicherungen, aber es werden natürlich neuere, kompaktere, kleinere Sicherungen entwickelt. Man will es so klein wie möglich haben, dass man auch schnell wechseln könnte im Ernstfall. Oder die Detektion, wenn ein Lichtbogen entsteht, dass man den frühzeitig erkennt und frühzeitig abschalten kann am System. Mit geeigneten Schaltern, das muss natürlich auch alles klein und kompakt sein, oder irgendwelche Fehlstellen im Isolationsmaterial, wie zum Beispiel oder angeknacksten Kabeln, das zu erkennen, damit man dort keinen Lichtbogen kriegt. So ein Kurzschluss kann für ein E-Auto und vor allem für seine Passagiere ziemlich brenzlig werden. Umso wichtiger sind die Forschungsansätze für mehr Sicherheit, die Christoph Diendorfer und das Team der FH Wels tagtäglich weiterentwickeln.